Oh nein. Oh Gott, das ist quasi ein Rubik's Cube, nur nicht ganz so umständlich, aber wie kann man bei sowas nur so eine Geduld bewahren? Okay, das ist doch gar nicht so schlecht. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Bam. Dann schraubt sich das Ding hoch und jetzt können wir das Licht dahin packen. Gut. Ja. Und das Licht kommt vom Licht und wird leuchten. Das Kreuz des Adlers. Das kommt tatsächlich einfach von hier direkt, ne? Das sollte relativ easy sein. Der Spiegel kann da bleiben. Wir müssen eigentlich nur den Spiegel anders ausrichten, glaube ich. Geht genau da drauf. Aber es muss wahrscheinlich jetzt in beide Augen treffen. Let me guess. Aber wie soll das gehen? Also dünn. Nee, doch nicht. Nehme alles zurück. Ist alles andere als dünn. Puh. Also wenn ich das richtig sehe, müssen wir das tatsächlich... Okay, wir müssen das wirklich von... Wir müssen die Strahlen kreuzen. Sachen, die man nie machen sollte. Ist ein Pixel zu wenig gedreht? Nee, kann eigentlich nicht sein. Weil das hier hat schon feste Positionen. Also das springt automatisch dahin. Oder meinst du das? Und hier auch. Also das... Daran kann es diesmal nicht liegen. Ich frage mich, können wir das überhaupt... Also kriegen wir das hin? Können wir... Warte mal, wir müssen das Licht erstmal hier hinkriegen. Das machen wir von hier und von hier. Das heißt, der Spiegel muss auf jeden Fall... Kann ich das nacheinander machen? Weil sonst hängt mir zwangsläufig dieser Spiegel im Weg. Ich kann das theoretisch einfach von hier machen, hier rüber und kippe den, dass der Lichtstrahl hier hingeht. Und genau das gleiche mache ich mit dem hier, aber dann hängt... Wir gucken mal. So, Moment, du gehst direkt darüber. Das ist eigentlich okay, das möchte ich glaube ich auch so. Und dann möchte ich dich eigentlich nur hierhin kippen. Und dann geht das nämlich da durch und geht das auf das Auge. Das ist fairer Deal. Ich glaube, wir müssen das noch einen anders machen. Ich glaube, wir müssen von hier, nach hier, nach hier, nach hier und dann das weg...
kippen. Ja, so geht's. Also der Spiegel muss jetzt zur Seite. Dann gehen wir hier hin und müssen den Spiegel jetzt so drehen. So, und ach so. Dann trifft der aber nirgendwo mehr drauf. Shit. Ach so, nee, warte mal. Das ist total okay. Das geht hierhin, hierhin und jetzt muss eigentlich nur der Spiegel hier zurück, zurück, zurück. Und dann haben wir es. Das hat auch gar nicht 2 Stunden gedauert in diesem Raum. Und wenn wir jetzt nicht endlich bald in dieser beschissenen Bibliothek sind, raste ich aus. Schade, die ganze Treppe klappt ein und wir werden zermatscht. Bedauerlich. Nicht? Okay. Ich finde, wir hätten die Tür auch einfach aufbrechen können. Entschuldigen Sie, Sir, was ist meine Aufgabe? Ah, okay. Warum denn? Achso, das muss wahrscheinlich alles nur passen, ne? So. Weißt du, hier und da vorne sehe ich noch 2 Türen und so langsam. Oh. Haken mit einer Schraube. Die Tür dahinter, ne? Okay, müssen wir jetzt noch mal in der Zeit zurückreisen? Ist die Tür jetzt offen? Nee, ist sie nicht. Also rauskommen wir dann nicht. Kommt am Ende bei der Treppe nach unten, kommst du am Ende bei der Treppe nach unten im ersten Raum raus und Leonardo kann einfach reingehen wahrscheinlich. Hier oben ist noch was. Das habe ich gerade nicht gesehen. Hier muss doch garantiert das Gewicht hin, oder? Wie genau können wir das sehen? Mir gerade so eine Out-of-Body-Experience. Bitte was?
Ich fand das schon gar nicht schlecht. Hat das schon gereicht? Ich kann da nichts mehr machen. Vielleicht machen wir erstmal hier irgendwas. Oh, wow. Das reicht leider nicht, um das zu drehen. Aber das kann ich drehen. So reicht es nicht. Aber dann reicht das so. Aber das bringt mir auch nichts. Dann kann ich das immer noch nicht drehen. Das muss schon der richtige Start sein, oder? Das ist mal ein Pixel nach unten. Links nach oben, unten nach rechts. Links nach oben. Unten nach rechts. Ah, und dann kann ich das Ding drehen, okay. Uff. Aber auch nicht weit, auch nur bis hier. Hilft mir das? Ich glaube, ich hab's schon verbockt, ne? Das ist halt auch die Frage, was muss ich erreichen? So. Wenn ich das wüsste, wäre mir schon viel geholfen. Oh, ja, okay. Ich muss die Teile nach innen kriegen. Also so quasi. Aber da komme ich so nicht weit. Also was reicht nicht. So, was ist denn? Das ist da schon ganz gut. Na, oder auch nicht. Machen wir das mal so. Ich glaube, ich muss nicht hier oben anfangen. Das ist so die Sache. Ich glaube eher, ich muss mit dem anfangen. Das heißt, ich drehe das mal so hin. Reicht das, um das ein bisschen zu bewegen? Nicht wahr?
So. Dann kann ich den darüber eimern. Und hab's. Alter. Kann ich hier was mitnehmen? Ah, hier kann der kurze Schlüssel hin, der plötzlich eine ganz andere Farbe hat. Warum genau kann ich das machen? Ich mag das nicht. Können wir das nicht machen? Kann ich hier eigentlich inzwischen mal wieder was bewegen? Nö, hier geht jetzt gar nichts mehr. Kann ich das bitte mitnehmen? Danke. Griff mit 8 Noppen. Sexy. Kann ich den Griff mit 8 Noppen hier irgendwo einsetzen? Nicht. Kann ich mit dem Griff mit 8 Noppen noch was machen? Sieht nicht so aus, als könnte ich hier noch irgendwas drehen, ziehen, schieben, drücken. Aber wir haben auch nirgendwo eine Öffnung, wo der reinpasst, oder? Also das Ding kann so auch nicht fertig sein, aber ich kann hier nichts mehr bewegen. Was ist denn hiermit eigentlich? Kann ich da irgendwas machen? Nö. Ich habe das Gefühl, der ganze Hebel, also das ganze Ding, müsste einfach nur einmal hier rüber rotieren und dann kippen wir einfach die ganze Tür weg. Kann ich das Ding einfach noch hier draufsetzen? Nee. Nee, das sind doch 6, nicht 8. Okay. I don't know. Ich bin eigentlich der festen Überzeugung, wir müssen hier noch was machen, weil hier sind wir eigentlich voll nicht weitergekommen. Aber da geht nichts mehr. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt zurückgehe, kann ich hier hinten irgendwas mit dem Teil anfangen? Nochmal hochgehen kann ich nicht, ne? Kann ich mit dem Teil irgendwas in der anderen Zeit anfangen? Ne, hier ist dann einfach alles zu, oder? Hier ist halt einfach komplett Baustelle. Hier geht halt auch nichts mehr. Kann ich auch nichts weiter anklicken. Ist auch nichts, wo wir das einsetzen könnten.
Da hatten wir das Ding draus. Okay. Ich nehme einen Tipp. Ich habe keine Ahnung mehr. Wenn ich durch die rechte Tür gehe, sollte ich nicht vergessen, den Griff mit den 4 Punkten vom Boden aufzuheben. Ja, das habe ich gemacht. Oder liegt hier noch ein anderer Griff irgendwo auf dem Boden? Was ist denn vor allem die rechte Tür von den vielen? Also, weil hier liegt doch offensichtlich nichts mehr. Aber ich komme durch die Tür nicht durch. Hier geht auch nichts mehr. Das ist fertig soweit. Ich müsste halt wirklich nur dieses ganze Rad... Willst du mich verarschen? Ich kann den Hebel nicht anwählen. Ich komme da nicht extra hin. Aber wenn ich hier rangezoomt bin und noch 5 Pixel von dem Ding sehe, dann kann ich den bewegen. Aber hier so auf keinen Fall. Ja, leck mich fett. Gut, der Griff mit den 4 Noppen. Cool, der doppelte Spaß. Oh wow. Oh wow. Leck mir doch die Stirn. Kann das so passen? Nein. Das passt so auch nicht. Das passt so auch nicht. So passt es. Das heißt, wir setzen hier dann an. Das ist dann aber nicht richtig. Dann so, so. So richtig, oder? Die Verbindung passt, die Verbindung... Achso, nee, hier passt es nicht. Dang it. Nee, das kann es auch schon nicht sein. Das auch nicht. Ja, das kann es gefühlt alles nicht sein. Oder gibt es hier eine... Ach so, wir können natürlich... Ja, wenn wir das weiterdrehen, geht es auch jetzt trotzdem nicht mehr, oder? Doch. Alter Fine. Nee, aber das kann es schon... Das passt auch nicht. Richtig viel Bock drauf, ne? Nein, das geht auch alles nicht. Okay, dann drehen wir das dann noch ein weiter. Aber dann passt das jetzt nicht mehr. Ich hab
gerade so überhaupt keinen Bock da drauf, ne? So richtig gar nicht. So richtig überhaupt gar nicht. Ich fange hier drüben an. Gibt es da irgendeine Methode, wie man logisch rangehen kann? Nein, oder? Da kann man doch eigentlich auch nur Trial and Error. Also so rum passt nicht. Kann auch nicht sein, weil hier dann zwei von den Dingern sind. Alter, vor allem wie scheiß viele verschiedene Möglichkeiten man hier hat, ne? Das kann auch nicht sein. Warte mal, wenn wir das so machen, läuft es immer darauf hinaus, dass wir hier zweimal das... Nee, läuft es nicht. So würde gehen. Aber dann passt das nicht. Das auch nicht. Das sieht doch schon mal nach was aus. Aber dann haben wir hier zweimal das gleiche. Kann nicht passen. Kann nicht passen. Kann nicht passen. Dann sind wir wieder hier und das. Okay, also ist das Teil auch noch falsch. Dann drehen wir doch das mal einen weiter. Gucken wir, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Nicht so. Nee. Das wird so nichts. Das sieht okay aus. Das sieht okay aus, aber das nicht. Nee. Ja, ist immer zu weit. Nee. Oh Gott, das können wir jetzt halt noch 2 Stunden machen, ne? Und da waren wir schon. Und das, wir drehen, ich das jetzt wirklich einmal im Kreis gedreht. Oh boy, hab ich keinen Bock da drauf. Nope, dann ist nämlich... Bräuchten wir. Es gibt auch überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo man anfangen könnte, oder? Also gibt es hier irgendwo einen Punkt, wo man sagen könnte, okay, das muss so und dann kann ich den Rest daran aufbauen? Vielleicht machen wir es einfach mal so. Das passt, das passt, das... Ach ne, aber dann passt das nicht. Okay. Das sieht okay aus.
Okay, das war jetzt schon sehr random, dass es ging, oder? Also, das hätte jetzt alternativ auch noch eine Stunde dauern können.